Vom Main Event bist du jetzt ausgeschieden? Ja. Und was tust du noch hier? Ja, ich arbeite. Ich bin hier mit meinem Team vor Ort, wpoker.tv, und wir drehen, machen Interviews mit allen bekannten Spielern, die hier sind. Gucken uns natürlich Malta an und das kann man natürlich nachher auch alles im Fernsehen sehen bei uns in der Sendung. Die wann wo ist? Die läuft auf 9 Live und zwar dreimal am Tag um 9 Uhr, um 13.15 Uhr und um 13 Uhr, um 19.15 Uhr und um 1.40 Uhr. Nachts, so war das, nicht um 13 Uhr. Ihr dreht ja hinter eine Reportage über Dragan, macht das ihr oder ist das irgendwie anders? Wir haben eine Kleinigkeit über Dragan gemacht, also haben den auch durchs Turnier begleitet, aber Christoph Gross begleiten wir auch, genauso wie unseren Qualifikanten und natürlich auch die Herrschaften hier, generell die deutschen Spieler, die sich hier qualifiziert haben. Wie ging es dir denn beim Turnier? Wow, also das hat echt Spaß gemacht zu spielen. Das ist ein starkes Feld, viele Skandinavier, viele Engländer und wirklich starkes Feld, hat Spaß gemacht, war schwer und deswegen bin ich jetzt auch raus. Wenigstens mit Anstand und Würde? Mit Anstand, Würde und Pech. Mit 5-2? Nein, also schon mit dem Pärchen 9 und König 9 called und auf dem River kommt der Flush für König 9, so kann man rausfliegen. Das ist in Ordnung. Das ist okay. Dann wünsche ich noch schöne Tage in, wo sind wir eigentlich? In Malta. Und ich wünsche natürlich der Pokerfirma und allen Pokerfirma-Lesern und Zuschauer jetzt in diesem Fall natürlich auch ganz viel Spaß. Tschüss.